Salvete spectatores oder besser guten Morgen, guten Mittag, gute Nacht, je nachdem, wann ihr hier eingeschaltet habt, in der Serie B, Basiswissen, alte Geschichte. In diesem Fall schon das vierte Video. Es wird klassisch und damit ist nicht Mozart oder Beethoven gemeint, sondern die griechische Klassik, die hier ihr erstes Video erhält. Mein Name, Hendrik Wagner, ich werde uns hier sprachlich hindurch geleiten. Zwei Punkte sind für uns heute interessant. Wir werden uns zum einen mit den Perserkriegen auseinandersetzen, also jenem großen Konflikt, der am Anfang der klassischen Zeit steht. Und an zweiter Stelle werden wir uns außerdem noch mit der Blütezeit und dem Aufschwung der Polis Athen befassen. Also, es wird spannend. Viel Spaß beim Schauen. Am besten beginnen wir damit, dass wir uns erst einmal einen Überblick über die geostrategische Lage verschaffen und zugleich schon mal auf die wichtigsten Eckdaten und Ereignisse blicken. Zunächst zur geostrategischen Lage ist zu sagen, dass wir hier das Achämenidenreich, also die Perser haben, die sowohl in Kleinasien als auch mittlerweile in den thrakischen Raum sich ausgedehnt haben und auch das Königreich Makedonien als Vasallenstaat in Besitz genommen haben. Also das die eine Frontstellung. Dann haben wir die Griechen, die hier nicht ganz geschlossen agieren gegen das Perserreich. Wir haben vor allem in Zentral- und Südgriechenland ein Bündnis mit dem Hellenenbund, der sich gegen die persische Aggression und Expansionspolitik stellt. Daneben aber gerade in Nordgriechenland zahlreiche Polis, die hier in diesem Konflikt neutral geblieben sind. So viel zur geostrategischen Lage. Schauplätze dieses Konfliktes sind dabei das zentrale Griechenland, Attika im Besonderen oder eben auch die Phokis. Daneben haben wir den ägäischen Raum, in dem vor allem die Marineoperationen stattfinden, und den nordgriechischen Raum, den thrakischen Raum, im Besonderen auch die Chalkidike, wo es zu kriegerischen Auseinandersetzungen und Seeexpeditionen gekommen ist. Und ferner, als dritten und letzten Punkt, haben wir dann auch noch die Bosporus-Region, also die Dardanellen und die Einfahrt in das Schwarze Meer, welches eben hier auch stark umkämpft ist. An zentralen Ereignissen, die wir uns hier merken müssen, haben wir als allererstes vom 500 bis 494 den Ionischen Aufstand, der sozusagen das Präludium zu dem großen Konflikt der Griechen gegen die Perser darstellt. Dann haben wir 493 den Strategen und Archonten Themistokles, der den Piräus ausbauen lässt, also den großen Seehafen Athens und damit ein Fundament für die Seehegemonie Athens legt. 490 haben wir dann die ersten großen militärischen Auseinandersetzungen in der Schlacht bei Marathon, Perser gegen Athener und ihre Verbündeten. Hier gewinnen die Griechen den ersten Krieg. 482 haben wir dann das große Flottenbauprogramm in Athen, ebenfalls ein wichtiger Schritt hin zu Athens Seemachtstellung. 481 haben wir die Gründung des Hellenenbundes mit dem Ziel eines Abwehr- und Verteidigungsbundes gegen die persische Großmacht. 480 dann den zweiten Perserkrieg, den Zug des Xerxes nach Mittelgriechenland, die Schlacht an den Thermopylen und die Seeschlacht von Salamis, die dann für Athen und seine Verbündeten siegreich vonstatten geht. 479 wird dieser Krieg dann entschieden in den Schlachten von Plataiai auf griechischem Mutterland und dann in Kleinasien mit der Seeschlacht von Mykale. 479. 478 und 77 gründet sich der Delisch-Attische Seebund als Nachfolgebund des Hellenenbundes unter der hegemonialen Führung Athens. Das wären so die wichtigsten Eckdaten. Daran schließt sich dann an die sogenannte Pentekontaktie,
die 50 Jahre der Blüte Athens und des delisch-attischen Seebundes unter athenischer Führung von 479 bis 431. In diese Zeitspanne fallen dann auch die großen Bauten in Athen, auf der Akropolis wie etwa der Parthenon, auch die politische Führung des Perikles fällt etwa in diese Zeit. 465 haben wir dann die Schlacht am Eurymedon, eine vernichtende Niederlage der Perser gegen Athen und seine Verbündeten, und 449 den sogenannten Kallias-Frieden. Allerdings, dieser Frieden ist auch in seinen Konditionen umstritten, denn er sieht am Ende vor, dass mehr oder weniger die Perser die gesamte Seeoperationen im ägäischen Raum für sich negieren, also nicht mehr möglich ist. Also dieser Frieden kann aber auch eine athenische Erfindung an dieser Stelle sein und so in dieser Form nie kodifiziert worden sein. 449, der Kallias-Frieden. Das wären die entscheidenden Eckdaten. Mit denen Ereignissen werden wir uns jetzt im Folgenden näher beschäftigen. Den Auftakt haben wir hier mit dem Ionischen Aufstand, der 499 bis 494 vor Christus anwährt. Hintergrund dabei ist eine verschlechterte Wirtschaftslage auf Seiten der ionischen Polis, die daraus resultierte, dass die Perser, die Achämeniden, ihre Kontrolle über den Bosporusraum, also die Dardanellen und auch die Meerenge zwischen der Propontis und dem Schwarzen Meer etablieren konnten und damit eben den Schwarzmeerhandel kontrollierten und so eben Handelseinkünfte vermutlich für die ionischen Städte, Griechenstädte ausblieben. Darüber hinaus kam es zu Beschränkungen der inneren Autonomie, sodass eben von persischer Seite oftmals Regime in den einzelnen Polis aufdoktriniert wurden. Das waren zumeist Tyrannen, die dort implementiert wurden, weil sie leichter kontrollierbar waren durch die Zentralverwaltung der Perser, aber eben auf Animositäten innerhalb der Bevölkerung gestoßen sind. Dazu kommt eine hohe Steuerlast. Das könnten so die Hintergründe sein, die am Ende die ionischen Städte zum Aufstand gegen die persische Oberherrschaft veranlasst haben. Was war dann der konkrete Anlass? Der ist verbunden mit der Person des Aristagoras von Milet, eines Tyrannen, eines Aristokraten aus Milet, der eine Militärexpedition in Richtung Naxos initiierte, selber anführte, die allerdings in einem grandiosen Debakel endete. Also die Insel Naxos konnte nicht eingenommen werden und man musste sich am Ende zurückziehen. Dazu kam es zu erheblichen Spannungen zwischen dem persischen Befehlshaber und Aristagoras und offensichtlich auch der Verdacht des Verrates. Also ein sehr persönliches Motiv, was dann diesen Aristagoras dazu veranlasst hat, sich von der persischen Herrschaft abzukehren und vor allem sein direktes Umfeld, im Besonderen erstmal Milet, dazu ebenfalls zu veranlassen. Der Verlauf ereignet sich dann in zwei großen Ereignissen, vor allem 499, 98, die Zerstörung von Sardes, dem Satrapensitz, also dem Kommandositz der Perser in Lydien, das als großer Erfolg der ionischen Griechen, allerdings natürlich eine grausame Gewalttat. Die gesamte Stadt wird hier in Schutt und Asche gelegt. Es kommt anschließend dann zu Marineexpeditionen und Operationen, sowohl im Bereich der Dardanellen als auch in Kleinasien und Kardien, die mitunter ausgeglichen bleiben, zumal einmal zugunsten der Griechen ausfallen, dann wieder zugunsten der Perser. Am Ende kommt es zur großen Schlacht bei Lade, welche eine Niederlage der griechischen Verbündeten nach sich zieht. Diese Schlacht findet in der Nähe von Milet statt und gipfelt dann 494 in der Zerstörung der Stadt Milet durch die Perser, womit dann auch dieser Aufstand niedergeschlagen worden ist. Die Folgen des Ganzen sind dabei sehr gravierend, zumal sich hier nicht nur die ionischen Griechen gegen die Perser erheben, sondern es durchaus auch mutterländische Griechen gibt, die hieran beteiligt sind, so zum Beispiel Athen und Eretria, die hier als Unterstützer mitfungiert haben und da eben auch die Aufmerksamkeit des persischen Großkönigs auf sich ziehen.
Aber zunächst zu den direkten Folgen. Es kommt zu Regulierungen der Staatsformen. Also man vermeidet die Tyrannis dann in dem Polis und lässt hier auch einen gewissen Grad an Autonomie zu. Also das sind durchaus Zugeständnisse, die an die Griechen gemacht werden. Man passt auch die Steuerlast an, also offensichtlich in Richtung einer Entlastung. Aber es wird gleichzeitig der Plan intendiert, nämlich eine Strafexpedition in das griechische Mutterland zu schicken, um eben jene Unterstützer Athen und Eretria für ihre Beteiligung am ionischen Aufstand von persischer Seite her zu bestrafen. Also das die Ausgangslage, das große Präludium zu den Perserkriegen. Zunächst wird natürlich diese Strafexpedition vorbereitet. In den Jahren 492 bis 490 kommt es dabei zu Marineexpeditionen und Operationen im nordägäischen Raum, im Besonderen im Bereich der thrakischen, makedonischen Gewässer und der Chalkidike, durchgeführt von Mardonius, einem Strategen, einem Befehlshaber der Perser, der hier allerdings mit seiner Marineeinheit 492 am Athos, also an der Chalkidike, diese Halbinsel, scheitert. Das aber als erster Versuch, um hier die maritime Kontrolle über den nordägäischen Raum zu etablieren. Außerdem kommt es 491 zu Gesandtschaften zu den griechischen Polis, die mit der Forderung Erde und Wasser an die Polis gestellt werden. Dabei fügen sich vor allem im nordgriechischen Raum zahlreiche Polis der Forderung der Perser. Allerdings gibt es eben auch den Widerspruch oder die Widerworte, die dann aus Sparta oder Athen zu den Persern gelangen. Also die Forderung von Erde und Wasser, 491. Nachdem die persischen Streitkräfte den nordägäischen Raum für sich gesichert haben, weitet sich die strategische Operation in Richtung Mittelgriechenland aus, im Besonderen in die Gewässer um Attika und die Insel Euböa. Hierbei kommt es zunächst zu harten Strafmaßnahmen gegen eben die Feinde der Perser, um genauer zu sein, im Übrigen die Achämeniden, das Achämenidenreich unter Dareios, das wird es auch nicht vergessen. Diese attackieren zunächst Naxos auf dem Weg eben nach Mittelgriechenland im Ägäischen Raum, begleichen da diese Rechnung, die noch seit dem Ionischen Aufstand offen ist. Außerdem werden Eretria und Karystos in Schutt und Asche gelegt. Also diese Städte werden eingenommen und zerstört. Durchaus beachtliche Erfolge für die persische Seite, sodass am Ende als widerstrebende Feinde nur noch Athen und Plataea übrig bleiben an dieser Stelle, 490 vor Christus. Hier kommt es dann im August, September 490 zur Schlacht von Marathon. In der Nähe Athens landeten die persischen Seeeinheiten, Seestreitkräfte, um ihren Marsch auf Athen anzutreten. Allerdings sind hier die Athener und ihre Verbündeten aus Plataea ihnen voraus und können sie noch an der Küste zurückschlagen und besiegen. Es kommt zur Schlacht von Marathon, die am Ende siegreich für Athen und seinen Verbündeten ausgeht. Besonderheit an dieser Sache, dass der Hellenenbund sich hier zu dieser Zeit noch nicht versammeln konnte und hier Athen zusammen mit Plataea die Schlacht alleine bestreitet und zwar siegreich, wider allen Erwartens. Ganz nach dem Motto, nach der Schlacht ist vor der Schlacht, nutzt nun Athen die Zwischenkriegsphase zur massiven Aufrüstung aus. Und damit verbunden ein Name, nämlich Themistokles, der als Stratege und Archont im Jahre 483-82 ein massives Flottenbauprogramm in Athen initiiert. Etwa 200 Trieren werden hier gebaut und in Dienst gestellt. Finanziert wird das Ganze glücklicherweise aus der Ausschöpfung der Silberminen von Maronia und Lauraion, die natürlich auch die ökonomische Stärke Athens enorm anwachsen lassen und hier die finanzielle Grundlage für das Flottenbauprogramm bereitstellen. Auch damit verbunden wieder Verfassungsumstrukturierungen oder Veränderungen, denn es werden hier zum ersten Mal die Theten, also die unterste Vermögensklasse,
in großem Stil zum Kriegsdienst eingezogen, als Ruderer auf den vielen Triären Athens werden sie eingesetzt, und damit gewinnt nun gerade auch diese unterste Vermögensklasse politischen Einfluss und die Idee auf politische Partizipation. Das hat zur Folge eine demokratische Entwicklung, die vor allem die demokratischen Elemente im Staat Athen stärken. So viel zum Flottenbauprogramm als Vorlage, als Grundvoraussetzung dann auch später für den Athener Sieg bei Salamis. 480 ist es dann soweit. Die Perser rücken mit einem großen Expeditionsheer von Nordgriechenland in Richtung Mittelgriechenland vor, mit dem Ziel Athens offensichtlich. Wenn wir hier von den Persern sprechen, diese stehen nun unter ihrem Großkönig Xerxes, dem Sohn des Dareios, der hier auch das Expeditionsheer anführt. Diese haben als Verbündete, auch unter den Griechen, die Makedonen, als eben Vasallenkönigtum, und auch die Thebaner sind auf der Seite der Perser. Da sehen wir dann auch, dass die Griechen hier nicht geschlossen agieren, sondern hier sowohl Griechen auf der Gegnerseite der Perser sind, als auch auf der persischen Seite. Auf der griechischen Gegnerseite finden wir dann vor allem Sparta als Hegemon und Führer des Hellenenbundes, daneben Athen als die zentrale Flottenmacht. Und aber auch weitere große Polis wie etwa Korinth, die hier sich gegen die persische Invasion stellen. An wichtigen Schlachten sind dabei zu nennen, zum einen die Schlacht an den Thermopylen, die wir wahrscheinlich alle aus dem Film 300 kennen, 480 im August geschlagen, mit einer Niederlage der Griechen, im Besonderen eben der Spartaner, die dort gekämpft haben, unter ihrem König Leonidas. Dann haben wir zugleich und zeitnah die Seeschlacht am Kap Artemision, die hier als einen neutralen Entscheid, also nicht entschieden wird, sondern neutral ausgeht. Es kommt dann zum weiteren Vorrücken der persischen Einheiten nach Mittelgriechenland, nach Attika und dort zur Zerstörung Athens, zur Plünderung und Brandschatzung Athens. Zeitnah, unmittelbar verbunden, 480 im September die Seeschlacht von Salamis, die allerdings dann erstaunlicherweise in der Nähe dieser Insel, in dieser Bucht, erfolgreich von Athen und auch ihren Verbündeten, im Besonderen Sparta und anderen Polis, erfolgreich geschlagen werden kann. Dort werden die Perser dann zurückgetrieben. Im Folgejahr kommt es dann zur großen Niederlage der Landeinheiten der Perser, nämlich in der Schlacht von Plataiai 479 im Sommer. Dort wird das persische Landheer geschlagen und vernichtet und muss sich anschließend nach Nordgriechenland, nach Makedonien und Thrakien zurückziehen. Auch wenn der Krieg anschließend weitergeht, haben wir dann im Anschluss 50 Jahre der Blüte Athens von 479 bis 431, also bis zum Ausbruch des Peloponnesischen Krieges. Wir nennen diese Zeitspanne die sogenannte Pentekontaktie, also jene 50 Jahre der Blüte Athens. In dieser Zeit haben wir nicht nur die Blüte Athens, wir haben auch die Herausbildung des Dualismus, also des Konkurrenzkampfs, des politischen Konkurrenzkampfs zwischen Athen und Sparta, der ursprünglich alten Hegemonialmacht Griechenlands. Das Ganze beginnt schon 478 mit der Auflösung des Hellenenbundes. Die Gründe dafür sind vielfältig, aber liegen vor allem darin, dass Sparta wenig gewillt ist, auch tatsächlich seinen Verpflichtungen in diesem Bunde nachzukommen. Verpflichtungen, die dergestalt ausfallen, dass eben die kleinasiatischen Griechenstädte gesichert und ihre Autonomie verteidigt werden sollte. Das kann Sparta nur im geringen Maße erfüllen, und damit löst sich dann letzten Endes
aufgrund seiner Dysfunktionalität der Hellenenbund auf. An die Stelle des Hellenenbundes tritt dann aber 477 Athen mit seinem delisch-attischen Seebund, der dann auch tatsächlich den Anspruch hat, eben die kleinasiatischen Griechenstädte vor der persischen Oberhoheit zu bewahren und hier auch den Krieg gegen die Perser fortzusetzen, denn dieser ist keineswegs beendet an dieser Stelle. Zu diesem delisch-attischen Seebund gehören vor allem als die großen Player Lesbos, Chios, Samos, die auch eigene Flotten stellen können, und dazu kommen dann noch zahlreiche ionische und kleinasiatische Griechenstädte und Inseln der Ägäis. Als erster großer Erfolg dieses Bundes kann man das Jahr 465 sehen mit dem Sieg am Eurymedon gegen die persische Flotte. Wir sehen das linke Hand dargestellt auf der sogenannten Eurymedon-Vase von 460 vor Christus. Wir können uns hier ein gutes Bild machen, mit welchem Selbstbewusstsein hier die Griechen, im besonderen Athen, gegen die Perser vorgegangen sind. Also wir sehen quasi einen Griechen, der einen Perser penetriert. Das als Sinnbild für diesen durchschlagenden Erfolg in der Seeschlacht am Eurymedon. Damit enden dann auch offiziell die Perserkriege 465, und zwar erfolgreich für den delisch-attischen Seebund und allen voran Athen. Daraus entwickelt sich aber dann in Folge ein Problem für Athen wiederum, da eben der delisch-attische Seebund, der ja als Verteidigungsbund gegen die Perser gegründet worden ist, im Grunde keine Funktion mehr hat und keinen Sinn mehr hat. Infolgedessen etabliert Athen zunehmend stärker eine hegemoniale, autoritäre Herrschaft über den Bund. Es etabliert seine Archäe, also seine Herrschaft. Im Gegensatz zu einem liberalen Bundesverein, in dem eben alle Bundesmitglieder ihre eigene Stimme hatten, ihre eigene Verwaltung haben, wird sich nun Athen zunehmend als Obermacht in diesem Bund etablieren. Für die 50 Jahre der Blütezeit Athens sind drei Punkte besonders festzuhalten. Zum einen die Vollendung der attischen Demokratie, die hier in diesem Zeitspanne fällt, eng verbunden mit dem Namen des Perikles, der von 443 bis 429 die politische Führung in Athen innehat. Außerdem, wie bereits angesprochen, der Ausbau der attischen Thalassokratie, also der Seeherrschaft Athens, und zwar in Form und Gestalt einer Archä, also einer absoluten Herrschaft Athens über seine Bündner. Und als drittes, auch nicht zu vergessen, aus dem archäologischen Bereich, das Bauprogramm auf der Akropolis, was natürlich der direkte Ausdruck der Machtstellung und kulturellen Führung Athens symbolisiert und nach außen zeigt. Gehen wir die einzelnen Punkte kurz durch. Unter der Vollendung der attischen Demokratie lassen sich weitere Punkte nämlich fassen. Zum einen die Erlosung der Archonten, die dabei eine besondere Rolle spielt, und zwar auch jetzt aus den unteren Klassen, aus der dritten und vierten Klasse können diese erlost werden. Dazu kommt die Entmachtung des Areopags, also des sogenannten Adelsrates in Anführungszeichen, die hier ihre politische Verdeutung verlieren, die Aristokraten. Dann werden Diäten eingeführt für Richter und Ratsherren des Buleuterions, sodass eben auch jene, die keine großen Vermögen haben und Vermögensressourcen, sich hier in den politischen Ämtern betätigen können. Und darüber hinaus werden am Ende auch Bürgerrechtsgesetze erlassen und kodifiziert. Das vor allem maßgeblich vorangetrieben durch Perikles. Dann der Ausbau der attischen Thalassokratie. Das beinhaltet auch mehrere Punkte. Zum einen der Ausbau des Piräus, der weitere Ausbau, der ja schon mit Themistokles begonnen hat, findet hier vor allem seinen Höhepunkt in dem Anlegen der sogenannten Langen Mauer, einer Doppelmauer, die Athen mit seinem am Meer liegenden Hafen Piräus verbindet und damit quasi eine Sicherheit darstellt und Athen selbst nun zu einer Seestadt macht.
Außerdem, als wichtiges Zeichen für die Etablierung der Archä Athens über den Delisch-Attischen Seebund, haben wir die Verlagerung der Bundeskasse von Delos nach Athen. Also hier setzt sich selbst Athen in die Position, die gesamte Finanzkontrolle über seinen Seebund auszuüben. Und dann haben wir das Bauprogramm. Darauf sollten wir aber noch im Einzelnen mal schauen, wie sich das gestaltet. So haben wir auf der Akropolis zahlreiche Bauten, die nun in Angriff genommen werden, beginnen 438-37 mit der Errichtung des Parthenon als dem großen zentralen Stadtheiligtum der Stadtgöttin Athene mit ihrem entsprechenden Kultbild von Phidias geschaffen. Dann haben wir des Weiteren die Propyläen, die Eingangshallentore zur Akropolis, die hier in monumentaler Gestaltung mit Freitreppe ausgestaltet werden. Das Ganze kompliziert sich dann noch mit dem sogenannten Nike-Tempel, einem kleinen Tempel, der sich hier am Eingang der Propyläen befindet, 410 anlässlich des sogenannten Nikias-Friedens, noch schon im Peloponnesischen Krieg dann errichtet. Und wir haben 406 am Ende des Peloponnesischen Krieges allerdings erst die Errichtung des klassizistischen oder des Erechtheion aus klassischer Zeit. Das wären die wichtigsten Bauten auf der Akropolis, die zur Zeit Perikles, vor allem eben der Parthenon, angelegt werden und dann auch später weiter gepflegt werden bis in die Zeit des Peloponnesischen Krieges. Dazu kommt dann außerdem noch eine massive Monumentalstatue der Athene Promachos, der vorkämpfenden Athene. Eine Statue, die vermutlich 30 Meter in die Höhe ragte und aus Bronze, vergoldeter Bronze, aufgestellt war auf dem zentralen Platz der Akropolis. So viel zu den verschiedenen Monumenten, die sich jetzt nun in monumentaler Weise auf der Akropolis finden lassen. Ein Zeichen auch für die ökonomische und kulturelle Stärke und natürlich auch den politischen Anspruch Athens als Hegemonialmacht. Mit diesem prosperierenden Bild Athens sind wir dann auch am Ende unserer Darstellung für heute. Wir halten nochmal zentral fest. Zum einen natürlich die Zeitspanne der Perserkriege 500 bis 478 auf dem mutterländisch-griechischen Boden und im ionischen Raum erweitert bis 465 bis zur Schlacht am Eurymedon in etwa. Die wichtigsten Schlachten sollte man da durchaus kennen und Konflikte, nämlich zum einen den Ionischen Aufstand, auch seine Hintergründe, das haben wir ja besprochen. Außerdem natürlich dann die großen Siege und Schlachten der Griechen bei Marathon, Salamis und Plataiai. Dann auch wichtig das Flottenbauprogramm des Themistokles als Grundlage für die Thalassokratie, also die Seeherrschaft Athens und dann auch als direkte Folge, als eine Voraussetzung für den Sieg der Athener und Griechen bei Salamis. Dann haben wir die Zeitspanne der sogenannten Pentekontaiti von 479-431, also die Blütezeit Athens mit der Etablierung des Delisch-Attischen Seebundes, der sich dann zu einer Archä Athens weiterentwickelt, also zu einer Hegemonialführung Athens und absoluten Kontrolle Athens. Wir haben in dieser Zeit auch den Sieg am Eurymedon und damit auch das Ende der Perserkriege und das erfolgreiche Ende für Athen an dieser Stelle und den Delisch-Attischen Seebund. Dann haben wir Perikles zumindest angesprochen, auch seine inneren Reformen, die Vollendung der attischen Demokratie, die hier wichtig ist, und an letzter Stelle auch die Baupolitik auf der Akropolis uns angesehen mit den verschiedenen Bauten, die wir uns hier merken sollten, der Parthenon, die Propyläen, Nike-Tempel etc. Wenn wir uns jetzt weiter informieren wollen, dann empfehle ich als Lesetipp zum einen natürlich Lippin, Einführung in die alte Geschichte, die Seiten sehen wir hier, und daneben ausführlicher Gerke Schneider, da sollte man parallel mit hineinschauen. Und damit wir dann im Folgenden nichts verpassen, was auf diesem Kanal erfolgt, das nächste Video wird dann ebenfalls noch zur griechischen Klassik sein, zum Peloponnesischen Krieg, empfiehlt es sich, den Kanal zu abonnieren.
und eventuell gerne auch ein Like dazulassen. Ansonsten freue ich mich, wenn Sie auch das nächste Mal wieder einschalten.